Moin, moin und herzlich willkommen bei Formel 1 2017 mit dem lieben Virus. Hallo Camillo, hallo Freunde. So, wir hatten leider, erstmal müssen wir uns erklären. Wie ihr seht, sind wir wieder an der nächsten Strecke Australien Training und zwar hatten wir kleine technische Probleme. Bei dem lieben Virus sind die Aufnahmen nicht ordnungsgemäß gewesen, beziehungsweise haben sich einfach verpixelt. Fehler wurde behoben und Ja. deswegen haben wir uns entschlossen, es nochmal neu zu machen. Gelle Virus? Ja, komplett neu, also neu anfangen mit der Meisterschaft, wie ihr seht. Es ist wieder Australien. Wir fangen jetzt komplett neu an. Und eine kleine Änderung haben wir uns jetzt noch reingenommen. Das heißt, wir werden keine eine Runde Quali machen, sondern wir werden etwas länger machen. Also Quali 1, 2 und 3. Wie im Fernsehen auch, richtig? Nee, das wäre jetzt bei dem langen Qualifying. Wir haben jetzt nur kurzes Qualifying, das heißt, glaube ich, 10 Minuten Qualifying oder sowas. Reicht aber auch. Ja, genau. Also wir wollen das dann jetzt schon so ein bisschen machen wie im Fernsehen. Also ihr habt dann 10 Minuten Training, 10 Minuten Qualifying und dann der Rest ist Rennen. Genau, und deswegen ist für uns auch besser zum Schneiden. Das heißt, erste Video bleibt Training, zweite Video ist nur Qualifying und dritte Video ist dann nur Rennen. Okay. So. Dann soweit haben wir das erklärt. Sponsoring ist Codemasters, ne? Darf man nicht Das vergessen. bleibt immer noch dasselbe, genau. Codemasters und Osiris, und wir machen jetzt einfach mal bereit. Bereit. Wollen wir doch mal gucken, was wir dann hier so alles Schönes leisten Ja, können dann. ich bitte mir aber jetzt unter welche Hate-Kommentare. Ach, kriegst es beim Anfang nicht hin, bist ja so ein toller YouTuber und so. Nobody is perfect, sage ich dazu. Fehler kann immer jemandem mal irgendwie passieren. Und wenn man einen guten Kumpel an seiner Seite hat und er sagt, komm, egal, mache ich mit, der übersieht dann mal ein, zwei Fehlerchen, die man macht, verlangt man ja auch von der anderen Seite her. Deswegen recht herzlichen Dank, lieber Camillo, für deine liebe, nette, aufrichtige Art. Kein Thema, kein Thema. Deswegen, ich werde da natürlich jetzt zusehen, dass ich meine Führung wiederkriege, aber schauen wir mal, was kommt. Und da wir Okay. eben für euch was anderes aufgenommen haben, noch etwas Spezielles, muss man sich jetzt erstmal wieder an das Auto gewöhnen. Genau, aber das, was wir aufgenommen haben, gibt es natürlich als erstes, richtig? Ja, aber wir verraten nichts. So, also Training soll trocken bleiben, Qualifying auch. Und Rennen soll Sonne scheinen. Alles Klärchen. Dann würde ich sagen, wir gehen sofort mal raus. Wieder ein rotes Auto. Eben ein blaues oder beziehungsweise ein lilanes. Und jetzt strahlend rot. Voll breit wieder das Ding, ey. Ja, jetzt einen modernen Wagen unterm Arsch. Schön. Ob das schön wird, weiß ich noch nicht. Oh nein, das hat er nicht gesagt. Auch wenn du bist immer sehr ermutigend, ey. Oh, einer muss ja. Na? Oh, schön dran denken, nicht die Linie überfahren. Obwohl hier ist noch gut Platz in Australien. Also wir haben das schon bei anderen Strecken gesehen, da war nicht so viel Platz. Heißt ja nicht die Mauer, nicht die Mauer. Reiß Ja. die Hütte ab. Oh, hier gibt es ja wieder DRS, muss man auch wieder dran denken. Oh, wie spät man hier bremsen kann mit krasses Pferd. Das so gut ist für die Bremsen auf Dauer. Das kann uns ja wurscht sein. Ja. Guck mal, wie oft die bremsen müssen, wenn die da so 70 Runden gurken oder so. Oh, Gehört okay. ins Klo. Ratte. Was ist mit Ratte? Rat wollte ich sagen, aber gut, dass du die Schnauze ab ist. Das hätte nämlich gerade ganz böse enden können. Oh, hast du Glück gehabt? Oh, schweinemäßig. Boxenstopp. Ja, die erste Runde werde ich ein bisschen langsamer fahren, um mich erstmal wieder an die Karre zu gewöhnen. Gut, dass unser Team immer so viel Reifen ausgestückt ist, weil. Oh. Na, die letzte Kurve vor Start und Ziel ist natürlich eklig. Bist du dann endlich in der Boxengasse drin ist? Oh mein Gott. Oh, guck mal, wir haben unser Fahrerlager mittig ungefähr. Ja, jetzt schieb mich rein, guck nicht, heb mich hoch, genau, und rückwärts rein damit. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt, Hat er gesagt. Ich wollte mir einen Kommentar sparen. Ich wollte gucken, ob er selber drauf kommt. Isa ja. Ja, Australien kenne ich mittlerweile auswendig. So oft, wie ich ja. da schon in der Karriere gefahren bin und auch so.
So. Ist eine schöne Strecke. Ja. So, komm, seid ihr erstmal fertig? Reifen umwickeln, anklemmen. Das dauert ewig. Die hätten normalerweise das ganze Prozedere, was die jetzt machen, schon lange, dass du hättest im Menü gucken können, gucken, genau. Gucken können hättest tun. Mann, hab mein Deutsch heute wieder. Küppst du Ja, weiter? mit meiner Zeit, ich habe noch keinen Empfang. Übertragung. Scheiß GeForce Experience hat mal kurz minimiert mein Spiel, Sauerei. Aber es geht weiter. Gut, dass sich sofort das Pausenmenü öffnet und ich mir jetzt keine Mauer eingeheimst habe. Oh, da war er auf dem Grün. Ja, das kam jetzt, weil Ja, GeForce-Treiber. Ein Gerüst da, wer ist denn das? Alles klar. Ja, das ist natürlich jetzt meine Zeit versaut. Ja, kommst du wieder Geht mir gerade. vorweg, ist mir auch Wenn egal. man einmal dann aus dem Flow raus ist, wegen so einer Sch Kann losgehen, sobald du wegen so bereit einem bist. Puh. Ja, ich fahre jetzt auch nochmal aus. Ich muss ja schließlich mal auch noch ein Zeitchen machen oder sowas. Obwohl es im Training eigentlich wenig bringt, noch eine Zeit zu fahren. Eine gute Hauptsache, man lernt die Strecke kennen. So, Pit Limit da. Komm, jetzt fahr raus. Jawohl, fallen. Aber irgendwann Ich möchte ich fahre auch mal jetzt so einen mal an. schönen Rennanzug haben oder sowas, ey. Ah. Das wäre auch geil, ja. Also schön richtig da mit Helm am besten noch und Nackenstütze. Und Lenkrad. Und Auto. Na komm, Leute. Rein mit mir. Neue Reifen drauf. Oh, ah, DRS hilft also auch beim Bremsen. Eigentlich nicht, mach dich nur schneller. Ja, Bremsen wird mir, wenn ich schon mal bremse, wird mir das dann angezeigt, dass ich das dann auch deaktivieren, also aktivieren oder wie auch immer. So, Setup. Und ja, schließe ich auch eine Zeitfahren ultra soft raus. Lewis Alles Hamilton klar. 1:30.700. Na, ich habe auch noch keine Zeit gefahren, deswegen mache ich jetzt. Ach Mann, ich dachte, ich käme jetzt so darum. Das ist dann wieder nicht möglich. Ah, da war gut. Wenn wir jetzt eine Runde schön die Reifen aufwärmen und dann eine schöne Zeit hinlegen, hoffen wir mal. Oh, komm doch rum, Manfred. Ach, der Virus ist hinter mir, guck an. Ich Heißt hasse nicht. diese Kurve, ey. Die geht mir so auf die Nüsse. Fährst du mir noch mal hinten in die Karre, woll? Ich steig aus und zieh dir den Helm vom Kopf, ey. Das ist Virus. Ey, viel zu langsam durch die Kurve gefahren. Gut, dass es hier noch nicht zählt. Qualifying wird sehr interessant. Erste Kurve schön den Punkt treffen. Ah, komm rum! Oh. Da kriegst du ja Kinder, Alter! Echt? Wie viel lassen schon? Fünf. Oha. Wir fleißig, ja. Merkt schon. Gute Runde, wir sind jetzt auf P5. Go, 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 Camilo. Da, Hör auf damit.
Da bin ich ein bisschen zaghaft um die Kurve gefahren, egal. Na, 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 na. Was war denn das für ein Ruckler? Geht bloß weg. Na, wollen wir noch gucken? Na, leichter Quersteher, ja, gut, das ist dann KG. Oh, oh, oh. Könnte besser sein, aber. Ich würde sagen, die Runde fahren wir jetzt noch, Virus, und dann hat sich das von der Zeit her, passt das. Wenn das für dich okay ist. Ja, können wir gerne machen. Ich habe mich gerade mal auf den vierten Platz gefahren von der Zeit. Was haben wir eigentlich für eine Schwierigkeit drin? Ach, du Arschloch! Boxenstopp. Oh, Mann! Wir haben eine Schwierigkeit 45 drin. Wir haben ein bisschen hochgestellt, damit es nicht ganz so easy wird. Aber um nicht viel. Also von 41 auf 45. Ich hab die eine Scheißkurve schon wieder verkackt, Alter. Ich hasse diese Scheißkurve da vorne, ey. Ah. Oh, nicht. Aber das wird nicht mehr mal irgendwie das Genick brechen, ey. Mann, Mann, Mann. Oh. Ja, diese schnelle S-Kurve habe ich versaut. Schade. So. Wo ist die Boxeneinfahrt? Ah, hier. Hier ist das Tempolimit 60 in der Box, das ist natürlich krass. Jo Leute, dann schiebt mich mal rein, Jungs. Ah, ich konnte jetzt keine Zeit mehr fahren, leider. Das ist ja nicht schlimm, ist ja nur Training. Das Schlimme an diesen scheiß warmen schwarzen Controllern ist halt, du kriegst tierisch schnelle Schweißflossen, ey. Jo, auf jeden Fall. Ach, guck mal, da vorne ist der Virus. Aber ich glaube, an der Sache wird sich, glaube ich, nie was ändern. Aber dafür siehst du auf weiß jeden Fleck, ist auch scheiße. So, und wir stehen. Da gucken wir mal eben schnell in die Zeiten rein, noch schnell, damit ihr sehen könnt. Ja, gut, für den Virus lief es jetzt nicht optimal. Er ist auch eben nur mit S raus, also mit S-Reifen rausgefahren. Aber wie gesagt, hier interessiert es noch keine Sau. Gleich im Qualifying ist es wichtig. So, jetzt will ich mir das aber auch mal angucken. Jetzt hier. Genau, zeig ihn das mal eben. 1,28 der Camillo, ich 1,32. Ja, guck mal. Liegt unsere beste Runde bei ja, 1, andere Reifen 32, und so weiter. Wohl, müssen wir nicht drüber reden. Ja, genau. Aber das heißt ja nichts. Solange der Virus gleich unter 1,30 700 kommt oder unter 1,30 kommt, sagen wir mal, haben wir das Ding eingetütet. Ja, schauen wir mal. Und wir sehen uns am nächsten Rennwochenende, beziehungsweise Renntag. Was redet ihr jetzt hier für Quatsch hier, ey? Alles also, klar. Leute. Bis gleich. Danke, tschüss.